Und nun hört Gottes Wort aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 12. Zu der Zeit wirst du sagen: Ich danke dir, Herr. Du bist zornig gewesen über mich. Möge dein Zorn sich abkehren, dass du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Und ihr werdet sagen zu der Zeit: Dankt dem Herrn, ruft an seinen Namen, machet kund unter den Völkern sein Tun. Verkündiget, wie sein Name so hoch ist. Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Landen. Jauchze und rühme, die du wohnst auf Zion, denn der Heilige Israels ist groß bei dir. Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Liebe Gemeinde, liebe Jubelkonfirmanden, ich habe an einen Bekannten gedacht, der hat eine Weile in Deutschland als Missionar gelebt. Spannend. Er ist einfach in ein trostloses Plattenbaugebiet der DDR gezogen und hat dort gewohnt. Am Anfang seiner Mission hat er einfach nur freundlich die Nachbarn gegrüßt. Und wenn man ihn gefragt hat, was er denn so macht, sagte er damals: Ich übe mich im missionarischen Grüßen. Und daraus sind erste Kontakte entstanden und dann Gespräche, auch irgendwann über den christlichen Glauben und später Gebete für die Menschen und dann ein Gottesdienst, der am Anfang gar nicht so aussah, und eine schöne Gemeinschaft zwischen Menschen mitten in einem Wohngebiet, eine christliche Gemeinde. Aufgrund dieser Erfahrung kam mir die Idee zum heutigen Bibelwort, zu fragen: Was ist eigentlich missionarisches Danken? Wenn Christen dankbar sind, so sehr Gott danken, dass es rundherum Menschen merken. Das ist missionarisches Danken. Eine Lebenshaltung, die andere Menschen mitbekommen. Ein Dankgebet, ein Loblied, eine Verkündigung, alles drin. Ihr Lieben, wie oft benutzt ihr die Worte Gott sei Dank? Gott sei Dank hat mich jemand mit dem Auto mitgenommen, sonst wäre ich zu spät zum Gottesdienst gekommen. Gott sei Dank scheint heute die Sonne, da kann ich die Wäsche raushängen. Strom ist ja teuer. Gott sei Dank regnet es heute, da brauche ich den Garten nicht zu gießen. Wasser ist ja knapp. Gott sei Dank funktioniert mein Fernseher, da kann ich meine Lieblingsmannschaft beim Fußballspiel sehen. Gott sei Dank habe ich meine Tabletten. Da sind die Schmerzen wenigstens ein bisschen erträglich. Ihr Lieben, entschuldigt bitte, aber manchmal denke ich, wenn wir Gott, wenn wir diese Worte gebrauchen, ob wir da Gott wirklich danken? Deshalb habe ich eine zweite Frage: Wann hast du Gott sei Dank gesagt und es wirklich so gemeint? Oder wie oft tut ihr das? Gott sei Dank und meint es wirklich so. Ich finde, es gibt immer wieder solche Gelegenheiten, manchmal, wenn wir vielleicht erleichtert sind, dass wir etwas geschafft haben. Oder wenn wir bemerken: Ich habe eine große Bewahrung erlebt. Hier hätte auch etwas ganz anderes passieren können. Gott sei Dank. Manchmal auch, wenn wir zurückblicken, dass wir einfach nur dankbar sind bei Geburtstagen oder Jubiläen, wenn die Familie um uns herum ist oder liebe Menschen, dann sagen wir: Gott sei Dank. Ich bin Gott dankbar für alles, was er mir schenkt.
Und das Entscheidende daran ist, dass wir uns mit diesem Dank direkt an Gott wenden. Dass wir nicht nur die Worte so gebrauchen, sondern dass wir Gott von Herzen unseren Dank ausdrücken. Ich danke dir, Herr. Ihr Lieben, wenn wir so danken und beten, dann kann etwas passieren. Für mich ist das manchmal wie ein Dammbruch, dass sich unsere Gedanken und unsere Gefühle überschlagen und von innen nach außen kommen oder manchmal auch von außen nach innen, wenn wir sagen, ich danke dir, Herr. Und mit den weiteren Worten des Psalmes, du bist meine Stärke, mein Psalm, mein Heil. Dankt dem Herrn und preist ihn alle Völker. Lob singt dem Herrn und erzählt es in allen Ländern der Welt. Jauchzt und rühmt Gott, denn er ist groß mitten unter uns. Habt ihr schon mal so gebetet? Mit einem kleinen Gott sei Dank begonnen und dann ist mehr daraus geworden? Findet ihr das gut, so zu beten? Ich möchte, dass viele in eine Freude und in eine Dankbarkeit hineinkommen, die mehr ist als ein schnelles Gott sei Dank. Vielleicht ist es manchmal gar nicht so einfach, Gott zu danken. Wenn du wüsstest, was bei mir los ist, was ich mir für Gedanken mache, was ich tatsächlich für Schmerzen habe, das ist kompliziert. Und leicht gesagt, Gott zu danken. Ihr Lieben, lasst euch heute einladen. Lasst euch ermutigen. Lasst euch auch trösten und anregen, zu erkennen, dass wir einen Gott haben, dem wir nur danken können. Lasst uns erkennen, dass wir einen Gott haben, den wir erfahren können als Retter und Helfer. Sodass wir ihn von Herzen danken und loben können und von seinem Wirken erzählen. Lasst euch anstecken, seinen Namen zu preisen und sein Handeln weiterzuerzählen. Ich glaube, Gott will das neu in uns entzünden und uns neu darauf aufmerksam machen, dass wir begeistert sein können und uns auf seine Wahrheit und Wirklichkeit verlassen. Und ihn dafür loben und andere Menschen um uns herum es mitbekommen. Ich finde, das hat etwas mit missionarischer Dankbarkeit zu tun. Wenn wir Menschen erkennen und sagen, ich bin Gott so dankbar, dann zieht uns das immer mehr in die Gemeinschaft mit Gott hinein und es wird an unserem Leben sichtbar. Es zieht auch andere an. Es zieht auch andere Menschen zu Gott. Und ihr Lieben, wenn wir über missionarisch reden, dann ist es Gottes Mission, Gottes Ziel und Gottes größte Freude, dass Menschen ihn erkennen, ihm danken, ihn loben und preisen, seine Taten verkündigen. Wenn ich in dieser Predigt ein bisschen dafür werbe, dann will ich empfehlen, es schrittweise zu üben. Gott will uns ja nicht überfordern. Am Anfang wissen wir alle, dass Danken gut tut, oder? Danken tut gut. Heute wissen das viele Menschen und es gibt auch Angebote und Übungen dazu, dankbar zu leben. Es tut gut, wenn man sich mal hinsetzt und mal zusammensammelt, wofür wir dankbar sind. Und das macht ein Stück zufriedener und glücklicher. Es tröstet auch und gibt vielleicht Mut für die nächsten Schritte. Es ist gut, wenn wir anderen sogar davon erzählen, die sich dann mitfreuen und mit ermutigt werden. Wofür wir dankbar sind, festhalten und erzählen. Aber das ist lange nicht alles. Danken ist wichtig und tut gut, aber danken ist noch mehr. Das erfahren wir, wenn wir unseren Dank konkret an Gott richten.
Es ist mehr als das berühmte Gott sei Dank. Wenn wir bewusst danken, und die Bibel ermuntert uns dazu, alle Zeit und in allem Gott Danke zu sagen. Weil wir dann mit Gott in Kontakt kommen, weil dann unsere Beziehung zu Gott wächst und herrliche Früchte trägt. Ich bin mehr und mehr überzeugt, das gilt auch in schweren Zeiten. Das gilt auch in Krisen und angesichts großer und kleiner, weltweiter und persönlicher Probleme und Nöte. Vielleicht ist es ja genau das, was wir brauchen, wie Gott uns am besten helfen kann, wenn wir durch Dank mit ihm in Kontakt kommen. Es ist gut, auch in Not und Angst Gott zu danken. Dass wir von ihm gehalten werden, dass er bereit ist, uns zu helfen, dass er uns ermutigen will. Ich danke dir, Gott, dass du auch jetzt da bist. Ihr Lieben, ich glaube, da gibt es viel zu entdecken, wenn wir es bewusst tun, weil wir sonst in der Not und angesichts mancher Probleme leicht übersehen und vergessen, dass Gott da ist. Wir sind nicht alleine. Gott ist der Stärkere. Er hilft uns. Er rettet uns. Und wenn wir das durch die Dankbarkeit neu in den Blick nehmen, dann geschieht etwas. Dann wird unser Danken zum Loben. Vielleicht singen wir dann sogar zur Orgel oder mit den Instrumenten hier vorn. Vielleicht jubeln und jauchzen wir sogar. Und vielleicht hören die Menschen von uns: Seht mal her, was wir erleben. Gott, der Herr, ist unser Heil. Gott, der Herr, ist meine Kraft und mein Lied. Deshalb singe ich ihm. Ich finde, wenn wir das tun, geschehen zwei Dinge. Voller Staunen und Anbetung kommen wir Gott immer näher. Unser Vertrauen zu ihm wächst. Danken stärkt also unseren Glauben. Es hilft uns in allen Lebenslagen, wenn wir nur diesen Gott haben. Und wenn wir am Ende erkennen, bei ihm sind wir sicher, bei ihm fürchten wir uns nicht. Und deshalb rühmen und preisen wir ihn, sodass das Zweite geschieht, dass unser Dank zur Verkündigung wird. Angesichts von Feinden und Schwierigkeiten bekennen Menschen, die Gott kennen: Ihr werdet Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Ja, wir brauchen eine übernatürliche Quelle der Kraft, eine Quelle des Heiles. Auch wenn manche irdischen Quellen nicht mehr das geben, was wir gewöhnt sind oder uns vorgestellt haben. Gott ist groß in unserer Mitte, er ist unsere Rettung. Rettung, das ist ein entscheidendes Stichwort. Und das ist mein letzter Übungsschritt beim Danken. Danken führt uns letztlich zu Jesus. Wahres Danken bringt uns näher zu Jesus. Und das predige ich zu diesem alten Lied von dem Propheten Jesaja, das er hunderte Jahre vorher gesagt hat, bevor Jesus überhaupt erst gekommen ist. Sein Name klingt hier schon durch. Wenn wir lesen, Gott ist mein Heil, dann hören die Juden in ihrer Sprache Jeshua, Jesus, Retter. Gott verspricht seinen Retter, den Messias für Israel und für alle Völker. Wenn er kommen wird, dann werden alle Menschen sagen: Danket dem Herrn, ruft an seinen Namen, sagt es der ganzen Welt, was er tut, erzählt, wie groß sein Name ist, singt, denn der Herr hat Großes getan, verkündigt es, jubelt, freut euch. Der Heilige Israels
Gott selbst wohnt unter uns. Ihr Lieben, das ist überschwängliches Danken. Danken, loben, preisen, jauchzen und verkündigen. So klingt das. Und das ist Gottes Ziel für uns, dass wir Jesus Christus erkennen, zu ihm gehören, bei ihm sicher sind, mit ihm verbunden sind in allen Lebenslagen, dass er das Zentrum unseres Glaubens ist, dass wir durchs Danken zu Jesus kommen und in ihm finden, was wir brauchen, den Retter der Welt, unseren persönlichen Retter. Ihr Lieben, ich finde, dieser Gottesdienst, diese Jubelkonfirmation ist eine Gelegenheit, wo wir zurückblicken und vorausschauen können. Und wenn wir in beiden Blickrichtungen Jesus Christus sehen, dann haben wir das Beste, das Wichtigste, was wir brauchen und das Beste, was wir haben können. Einen Heiland und sein Wirken. Wir können seine Güte und seine Treue im Rückblick erkennen und wir können für die Zukunft darauf vertrauen. Wir können es zuversichtlich erwarten, dass er uns nicht alleine lässt. Ich will es allen sagen. Wenn wir über Dankbarkeit reden, dann geht es darum, Gott zu danken und Jesus zu finden. Dass wir uns mit ihm fest verbinden. Das heißt Konfirmation. Auch wenn es lange her ist, auch wenn wir vielleicht unterschiedlich daran festgehalten haben, auch wenn irgendjemand heute hier sitzt und sagt, ich habe ja gar keine Jubelkonfirmation oder ich bin gar nicht konfirmiert oder ich muss noch eine Weile darauf warten. Wir alle dürfen heute aus diesen Worten hören und es für uns annehmen, was Gott uns anbietet. Wir dürfen dankbar erkennen und zuversichtlich festhalten, was Gott uns schenkt. Dass wir sagen, ja, Herr, ich danke dir. Du bist meine Rettung, meine Stärke, mein Lied. Dafür kann ich nur danken und dich loben, sodass es alle hören und sehen. Ist das missionarisches Danken? Ich bin überzeugt davon. So können Menschen um uns herum Jesus spüren, Jesus erkennen, nach ihm fragen. Und wir brauchen nicht viel erklären. Unser ganzes Leben spricht dafür, Jesus ist das Beste, was wir haben. Und deshalb sind wir so dankbar und so zuversichtlich. Gott ist unser Heil. Durch ihn sind wir sicher. Gott ist unsere Stärke. Und alle können mit Freude schöpfen aus dem Brunnen seines Heils. Von Jesus bekommen wir das, was wir brauchen. Er ist unsere Hoffnung. Amen. Und Gottes Frieden, der größer ist als alles, was wir fassen können, wird euch bewahren an Geist, Seele und Leib. Amen.